So, ich muss leider mitteilen, dass die erste Quest und der Anflug verschütt gegangen ist wegen technischer Schwierigkeiten. Aber wir haben ja noch den ganzen Rest. Ist ja noch nicht viel passiert. Na, dann wollen wir mal Angst und Schrecken verbreiten in der Galaxis. So, und ab diesem Planeten nehme ich immer den Handlungsbogen mit. Ist reichlich XP-Knete und eventuell gibt es auch mal eine Belohnung, die man gebrauchen kann. Es heißt, der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol'Argen hat von eurer Zerstörung der Generatoren beim Nibray-Lagerhaus Wind bekommen. Er ist außer sich. Ich kann es kaum erwarten zu hören, wie er reagiert, wenn wir ihn mit der Ausrüstung seiner eigenen Cyborgs angreifen. Perfekt. Er wird lernen, sich nicht in die Pläne des Imperiums einzumischen. In der Tat. Um den Hauptstützpunkt des Widerstands zu erreichen, müssen wir durch die Gorinth-Wildnis. Aber der Widerstand hat alle imperialen Offensiven mit Guerilla-Angriffen aus diesem wilden und weitgehend unbekannten Gebiet zurückgeschlagen. Ein balmoranischer Deserteur, Kavil Aharin, hilft uns dabei, durch die Wildnis zu gelangen und uns einen Weg zum Stützpunkt des Widerstands zu bahnen. Er ist am imperialen Gorinth-Außenposten. Zeige alle autorisierten Ziele an. Reiseroute bestätigt. So, ab hier zum Gorinth-Außenposten, weil da kann ich beides erledigen. Das TomTom-Schild zeigt hier manchmal falsch an. Mein Sith Lord, es ist mir eine Ehre. Wie gefällt euch Balmora bislang? Wirkt ziemlich belanglos, was? Im Vergleich mit anderen Kriegsgebieten geht es eigentlich. Dann seid ihr noch nicht lange genug hier. Getarnte Truppen des Widerstands haben die imperialen Außenposten infiltriert, starten Blitzangriffe und hinterlassen keine Spuren. Das Imperium meint, sie sind nicht zu besiegen. Ich sage, sie sind es doch. Was schwebt euch vor? Man sieht sie nicht, bis sie einen töten, so sagt man. Aber ich habe die Technologie gebaut, mit der sie sich verbergen. Ihr Lager ist in der Gorinth-Wildnis, aber sie haben rundherum Minen gelegt, um Fremde fernzuhalten. Passt auf, wo ihr hintretet. Mit diesem Gerät könnt ihr die getarnten Kämpfer entdecken. Aber sie sind schnell. Wenn ich euch noch einen Rat geben darf, schlagt behende und brutal zu. Als Geist
Quest erledigt. Soll ich jetzt Angst haben? Seid still, Domat. Da draußen geht etwas vor sich. Ich versuche zuzuhören. Kommt schon, Six. Verratet mir wenigstens etwas. Was ist das für ein Agent, der mich verhören soll? Sagt mir wenigstens das, ja? Gut. Dann schweigt halt weiter. Ist mir egal, wer es ist. Ich werde nicht reden. Aus mir holt niemand was raus. Nichts. In Ordnung, in Ordnung. Ich bin nicht stolz, ich gebe auf. Mein Vater ist ein imperialer Agent. Was sagt ihr da? Euer Vater ist was? Alles, was ich gehört habe, war, ich bin bereit zu sterben. Oh nein. Das hier ist Sperrgebiet. Was sucht ihr hier? Wer seid ihr? Nicht wer, sondern was? Sith. Stimmt, ich bin ein Sith. Hey, als ob ich nicht direkt erkannt hätte, dass ihr nichts als Ärger bedeutet. Seht nach hinten, Sith. So sehen zwei Trupps der Besten der Republik aus. Endlich ein Kampf, der meiner würdig ist. Kommt schon, Männer. Hier ist ein Sith, der in einem Leichensack nach Hause möchte. Ja!
Tja, zwei Tropfs reichen eben nicht. Six? Six? Sprecht mit mir, Six. Steht schon auf, Mann. Six kann euch nicht hören. Und aufzustehen liegt derzeit jenseits seiner Fähigkeiten. Und ich? Ich bin der Nächste, stimmt's? Bitte. Ich weiß, warum ihr hier seid. Die Republik ermittelt gegen meinen Vater und dann kommt ein Agent, um mich auszuquetschen. Aber ich werde nicht brechen. Ich verspreche es. Lasst mich leben. Das Geheimnis meines Vaters ist bei mir sicher. Ich bin wie ein Fels. Ihr müsst glauben, ich bin schwachsinnig. Gut. Ihr seid schwachsinnig. Wenn mich das rettet, werde ich alles glauben, was ihr mir sagt. Mein Vater hat so viel für das Imperium getan. Vielleicht ist der Apfel etwas weit vom Stamm gefallen, aber er ist immer noch... Der Apfel ist noch immer... Ich habe den Faden verloren. Bitte tötet mich nicht. Ich werde euch von meinen Strapazen erlösen. Aber wer wird mich von meinen Strapazen erlösen? Armer Irrer. Ich glaube nicht, dass wir schon jemand derart Nutzlosen begegnet sind. Nicht jeder kann so talentiert sein wie du, Vett. Ein Kompliment? Das nehme ich an. Es stinkt so furchtbar hier drin. Können wir weitergehen? Warum laufen, wenn man auch teleportieren kann? Das vergesse ich immer wieder. So, mal eben hier im Lager die Quest abgeben. Keine Überraschungsangriffe mehr. Gut. Captain Rigel ist am Holo. Er möchte mit euch reden. Mein Sith Lord, erlaubt mir meine äußerste Zufriedenheit über die Zusammenarbeit mit euch auszudrücken. Operation Umschwung war erfolgreicher, als ich mir hätte vorstellen können. Man munkelt, dass der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol Argen nach Balmora kommt. Er spielt uns direkt in die Hände. Ich hoffe, er taucht auf. Dann bringe ich ihn um. Das hoffe ich auch. Nun, da die Wildnis wieder sicher ist, sind wir bereit für den letzten Angriff. Colonel Vrain, Leiter des Imperialen Gebietssicherungskorps, ist hier, um die Mission zu beaufsichtigen. Er ist beim Sundari-Außenposten in Angriffsreichweite des Hauptstützpunkts des Widerstands. Jetzt oder nie. So, dann kümmern wir mal wieder uns wieder um die Klassenquest. Wo war jetzt das Taxi? Ach, da. Zeige alle autorisierten Ziele an. Reiseroute bestätigt. Um ehrlich zu sein,
Euer Erfolg in der Satellitenkontrollstation und im Krater Außenposten der Republik hat mich ziemlich überrascht. Ich hatte euch verschwindend geringe Erfolgschancen eingeräumt. Dabei war ich allerdings nur von den Fähigkeiten eines typischen Sith ausgegangen. Offensichtlich seid ihr aber kein typischer Sith. Ich werde meine weiteren Berechnungen an eure herausragenden Fähigkeiten anpassen. Nächstes Mal solltet ihr meine Fähigkeiten lieber überschätzen. Ich werde lieber versuchen, so akkurat wie möglich vorzugehen, wenn ihr nichts dagegen habt. Lord Varras ist zufrieden. Er sagt, es sei Zeit für unser oberstes Ziel und er erwartet von euch zu hören. Meine Kaserne gehört euch. Über den Holo-Kommunikator im Raum nebenan könnt ihr mit Lord Varras reden. Die Leitung ist sicher. Ich begrüße die Hilfe. Ich werde genau hier sein, wenn ihr mich braucht. Ich hoffe, dass du das Lächeln auf meinem Gesicht sehen kannst. Du machst einen wahren Gläubigen aus mir. Das freut mich, Meister. Bestimmt kannst du es nicht erwarten, diesen Felsen wieder zu verlassen. Jetzt, da der Computer des Satellitenkontrollturms zerstört ist und Commander Rylons Sohn neutralisiert, sind die Spuren meines Spions verwischt. Jetzt ist der einzige Grund, dass Rylon entdeckt werden könnte. Rylon selbst. Wir müssen diese Gefahr beseitigen. Endgültig. Das ist mein Spezialgebiet. Ich habe ihn über Jahre hinweg in den Reihen der Feinde eingesetzt. Seine Anstrengungen für die Interessen des Imperiums sind ohnegleichen. Es ist Zeit für seinen Ruhestand. Er hat seinen Zweck erfüllt. Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Die Jedi-Ermittlerin darf keine Beweise finden, dass Rylon zum Schweigen gebracht wurde. Es darf auf keinen Fall wie eine gezielte Exekution aussehen. Lösche alle dort aus. Sie haben alle ihr Leben verwirkt. Sorg dafür. Ich habe Lieutenant Quinn informiert. Er wird dich auf deine letzte Aufgabe vorbereiten. Euer Ziel ist die Balmoranische Waffenfabrik. Die Truppen des Widerstands haben sie kürzlich eingenommen und zu ihrem Hauptquartier gemacht. In die Waffenfabrik einzudringen wird eine monumentale Aufgabe. Ich bin ganz aufgeregt bei der Aussicht, dass ihr dort alles in Schutt und Asche legt. Wir sind vom gleichen Schlag, Lieutenant. Das macht uns zu einer unaufhaltsamen Streitmacht. In Ordnung. Das republikanische Kommando sitzt in der Waffenfabrik, der am besten geschützten Einrichtung des Planeten. Um Commander Rylon zu erreichen, müsst ihr an den Verteidigungsstellungen der Fabrik vorbei, die nicht zu unterschätzen sind. Je schwieriger, desto besser. Im Inneren sind Tausende der besten republikanischen Soldaten stationiert. Vor allem Rylons Elite-Schwadron ist verantwortlich für einige der präzisesten, unglaublichsten Siege des Widerstandes auf Balmorra. Sie ist legendär. Ich hasse sie schon jetzt. Davon werde ich zehren. Die Interessen des Imperiums hier auf Balmorra werden bedeutend gestärkt, wenn sie fort sind. Eine Sache noch. Die Ermittlerin, die die Jedi geschickt haben, hat ihre Aktivitäten auf die Waffenfabrik konzentriert. Sie steht unter meiner ständigen Beobachtung. Wenn sie zum Problem wird, kontaktiere ich euch über euren Comlink. Das klingt nach einem Plan. Ich bin schon so gut wie fertig. Ich werde hier sein, um euch zu salutieren, wenn die Balmoranische Waffenfabrik in rauchenden Trümmern liegt. Zeige alle autorisierten Ziele an. Reiseroute bestätigt. Oh.
Boah, gleich haben wir im Zielgebiet einige Questies zu machen. Weil das passt richtig gut. Da muss man nicht großartig hin und her rennen. Entschuldigt. Wächter 8, Imperialer Geheimdienst. Euer Aufstieg bei den Sith ist bestens dokumentiert. Habt ihr wohl einen Augenblick, um mir zu helfen? Agent Welt, mein bester Feldagent, hat sich nicht wie verabredet gemeldet. Stattdessen habe ich ein gestörtes Notsignal erhalten. Ich werde Agent Welt nicht aufgeben. Er muss gefunden werden. Das Wissen um die Aufgabe von Agent Welt könnte der Schlüssel dazu sein, ihn zu finden. Ich kann nicht riskieren, Einzelheiten über die Mission eines Feldagenten offenzulegen. Ich kann euch Agent Welts letzte bekannte Position nahe des Hauptlandeplatzes der Republik geben. Aber alles Weitere wäre an euch. Sowohl Agent Welt als auch seine Mission sind in guten Händen. Ich bin froh, das zu hören. Sein Notsignal wurde von diesen Koordinaten ausgesendet. Ich werde ihn informieren, dass er nach euch Ausschau halten soll. Aber vielleicht kommt meine Nachricht auch nicht durch. Viel Glück. Na, da war doch noch was. Ah ja, da. Ihr seid ein Sith, oder? Bitte, ich brauche jemanden mit hoher Sicherheitsstufe für eine wichtige Bergungsmission. Die Republik hat einen unserer Forschungsposten überfallen. Ein Schiff ist mit gestohlenen Plänen für ein brandneues Kampfläufermodell entkommen. Glücklicherweise konnten wir es abschießen. Ich brauche jemand Vertrauenswürdigen, um die Absturzstelle zu untersuchen und diese Pläne zurückzuholen. Sith kennen den Wert der Verschwiegenheit. Gut, gut. Der Geheimdienst läuft Sturm wegen dieser Sache. Das ist die Route zur Absturzstelle. Oh, wenn es irgendwelche Überlebende gibt, tötet sie. Bringt die Pläne zur Agentin Nihanla. Sie wird sie in Sicherheit bringen. Danke. Euch zu treffen war ein echter Glücksfall. So, dann haben wir noch den imperialen Boten. Ihr seid der Schüler von Darth Baras, nicht wahr? Der balmoranische Gouverneur schickt mich, um euch zu finden. Er erwartet eure Anwesenheit bei seiner Kriegskonferenz. Priorität Alpha. Wozu braucht mich der balmoranische Gouverneur? Der Rat der Sith hat einen Gesandten geschickt. Einen bedeutenden Sith-Lord, um sich persönlich über den Fortschritt der balmoranischen Besatzung zu informieren. Diese Konferenz bestimmt die nächsten Schritte der Bodenkampagne. Der Krieg wird sich hier entscheiden und der Gouverneur möchte eure fachmännische Einschätzung hören. Ich werde eurem Kriegsrat beiwohnen. Sorgt dafür, dass ich gebührend empfangen werde. Freigabestufe Schwarz erteilt. Niemand wird euch Schwierigkeiten bereiten. Aber beeilt euch. Die Konferenz beginnt jeden Moment. So, erstmal zum Colonel. Mein Sith Lord, lasst mich der Erste sein, der euch versichert, wie sehr eure Taten geschätzt werden. Heute nimmt der balmoranische Widerstand, der von der Exilregierung unterstützt wird, seinen letzten erbärmlichen Atemzug. Das haben wir euch zu verdanken. Schon bald wird die Leiche des ehemaligen Verteidigungsministers Vol Argen unter der Erde erkalten.
Ich will den Verteidigungsminister selbst töten. Mit Hilfe der Republik hat der Widerstand sich in der Balmoranischen Waffenfabrik einquartiert. Die Einrichtung ist gut befestigt, aber nicht unbezwingbar. Nicht, wenn wir einen so mächtigen Patrioten wie euch auf unserer Seite haben. Die Fabrik wird noch vor Einbruch der Nacht zerstört sein. Das schwöre ich. Wenn wir euch noch eine letzte Aufgabe im Namen des glorreichen Imperiums aufbürden dürften, wir müssen in die Fabrik eindringen, die Energie abstellen und die resultierende Panik nutzen, um die Sicherheit auszuschalten. Dann kann der Hauptangriff beginnen. Wir strömen ein und löschen den Widerstand aus. Und falls ihr Wollargen begegnet, tötet ihn. Es wird Zeit, dass wir dieser Schlange das Gift rauben. Seid aber vorsichtig. Es heißt, die Republik unterstützt den Widerstand in der Fabrik. Diese Leute sind also gut ausgerüstet und ausgebildet. Für jeden anderen wäre das Selbstmord. Und ich käme nicht einmal auf die Idee, einen solchen Auftrag zu erteilen. Aber bei euch habe ich ein gutes Gefühl. Habt ihr jemals von Nocturain gehört? Dem Piraten? Er hat die Unterwelt vor ein paar Jahrzehnten in Angst und Schrecken versetzt. Der das Rack-Kartell und das Wandelhelm-Kartell in einem mächtigen Streich zerstörte. Der Kerl? Ja, der Kerl. Komisch, so von ihm zu denken. Nocturain war der berühmteste Mörder der Galaxis. Aber er hat mich befreit. Ich war immer noch die Sklavin von Dreiauge, als er sich mit Noc anlegte. Vielleicht hatte er auch einfach nur etwas, das Noc wollte. Ich habe nie gefragt. Hat jemand von der Bande die Begegnung überlebt? Ihr meint jemanden, der nicht Privatbesitz war? Nein, niemand. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie Noc seine Gleiter ins Lager gekriegt hat. Sie tauchten einfach plötzlich auf. Er war hart, aber er war kein Schurke, wisst ihr? Sowas wie ein Piratenprinz. Er hat alle Sklaven befreit und ihnen gesagt, sie könnten ihm folgen oder einfach ihre eigenen Wege gehen. Ich nehme an, du hast die Gelegenheit zum Plündern gesehen und beim Schopf gepackt. Nun, ich wollte nicht einfach alleine über die Öde von einem Planeten ziehen, auf dem wir waren. Ich war die Kleinste in der Mannschaft und ich hatte in den Minen gelernt, mich in enge Räume zu zwängen. Locks Mannschaft brachte mir bei, wie man stiehlt. Für eine lange Zeit hat mir das Stehlen nichts ausgemacht. Mir war so viel genommen worden. Selbst die kleinste Handlung des Nehmens gab die Kontrolle über dein Leben. Das bedeutet alles. Nun, das ist jetzt schon lange her. Gehen wir wieder an die Arbeit, ja? Wisst ihr, was das Schlimmste ist, Gouverneur? Ich habe... Genau. Ihr habt euch nicht einmal eure eigenen Fehler eingestanden. Deswegen hat mir der Rat der Sith diesen Planeten übergeben. Bitte! Seht zu und genießt! Ich bin Darth Lakris und ich wurde damit beauftragt, Balmorra zu säubern. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Mehr Sith bringen sich ja auch mehr Ansehen, an dem es noch mangelt. Darth Lakris, es ist Zeit, dass dieser Planet die Herrscher des Imperiums kennenlernt. Wohl wahr. Ihr alle seid hier, weil ich den Gouverneur gebeten habe, sein bestes Eingreifkommando herzubestellen. Balmorra hat ein Problem. Meine Freunde im Widerstand, ich werde euch nicht lange aufhalten. Das Imperium behauptet, ihm gehöre Balmorra. Die Republik sagt, nur zu, wir sind schon weg. Aber wir wissen, dass Balmorra mit Schweiß und Tränen erobert wurde. Und meine Leute werden euch zur Seite stehen, bis es auch der Rest der Galaxis weiß. Großmarschall Cecchetta, ehemals von der republikanischen Armee. Offiziell sind er und seine Truppen abtrünnig, seit die Republik sich aus diesem Sektor zurückgezogen hat.
Seitdem haben sie sich verkrochen und werden belagert. Sie helfen dem Widerstand und stärken ihre Position. Vielleicht seid ihr schon auf ihre Spähtrupps getroffen. Großmarschall Cecchetta. Was ist sein Hintergrund? Er ist ein Tier. Er wirkt, als ob er gerade mal lesen könnte. Aber er hat uns während des Kriegs 3 Sektoren abgejagt. Cecchetta und der Widerstand haben ihre Basis in der Balmoranischen Waffenfabrik. Dort befinden sich die besten Ingenieure der Republik. Angeblich sind die Generatoren der Fabrik unerschöpflich und ihre Verteidigungssysteme hochmodern. Die Barrikaden blockieren unsere Scans und der Widerstand genießt Ruhe und Frieden. Keine Festung ist unbesiegbar. Es muss eine strukturelle Schwachstelle geben oder mögliche Verräter in ihren Reihen. Wenn der Gouverneur seine Arbeit gemacht hätte, wüssten wir es. Aber wir haben keine Zeit mehr. Cecchetta handelt offiziell vielleicht auf eigene Faust. Aber die Republik unterstützt ihn. Man finanziert ihm verdeckt seine Revolution und wirft heimlich Nachschub ab. Diese republikanischen Heuchler wollen die Waffenfabrik als Vorposten. Und als Balmoras neue Gouverneurin sage ich, dass wir sie einnehmen, bevor sie eine Invasion beginnen können. Ich werde die Festung unserer Feinde in Schutt und Asche legen. Das schwöre ich. Leg die Verteidigungssysteme der Fabrik lahm. Mach die Barrikaden unschädlich, die unsere Scans blockieren. Dann wird eine ganze Armee hinter euch stehen. Und wenn ihr könnt, bringt mir Beweise dafür, dass die Republik auf Balmora ihre Finger im Spiel hat. Wir werden ihre Lügen vor der ganzen Galaxis offenlegen. So, das waren die letzten Questies, letzte Quest, die ich holen musste. Ach, dann mal auf ins Kampfgebiet.
So, jetzt können wir eine Quest abgeben und eine neue hole ich mir dafür. Ich nehme an, das sind die gestohlenen Kampfläuferpläne. Dann hat Lieutenant Quisoon endlich mal etwas richtig gemacht, als er euch ausgewählt hat. Der imperiale Geheimdienst weiß eure harte Arbeit zu schätzen. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass diese Pläne in Sicherheit sind. Glückwunsch. Genau, was ich suche. Niemand in der Galaxis kämpft wie ein Sith. Habt ihr Interesse an ein paar Zielübungen? Nicht sehr kompliziert, eine große Belohnung aus der Chefetage und die Ziele bewegen sich nicht einmal. Die Republik hat Geschütztürme entlang der Verteidigungslinie errichtet. Und meine Truppen kommen nicht durch. Das klingt nach einer Sache, hinter der ich stehen kann. Was soll ich tun? Trefft die Türme mit allem, was ihr habt. Ich setze mich mit euch in Verbindung, wenn eine Lücke entsteht, durch die wir gelangen können. Viel Erfolg! Thank you.
Halt! Nein, wartet. Wächter 8 hat mich über euch informiert. Die Mission ist in Gefahr und ich brauche eure Hilfe. Ich muss Landecode-Zylinder von republikanischen Offizieren auf dem Landefeld sammeln. Leider werden die sie mit Sicherheit nicht kampflos hergeben. Ich habe die Ziele bereits identifiziert. Ich brauche euch, damit ihr sie ausschaltet und die Code-Zylinder zu Wächter 8 zurückbringt. Ich stelle mich gerne jeder Gefahr. Sie haben mir auch genug Ärger bereitet. Wenn ihr die Zylinder habt, bringt ein paar Sprengladungen an den Schiffen am Boden an. Ich brauche Ablenkung für die kritische Phase meiner Mission. Ich werde mich darum kümmern. Das sollten genug Sprengladungen sein. Ich weiß, dass Wächter 8 euren Fähigkeiten vertraut hat. Aber seid vorsichtig. So, jetzt haben wir es ins Innere der Fabrik geschafft. An das gesamte Personal. Immer das schön aufpassen, dass ihr nicht zu viel Pult hier drin. 1:10 in der Unterzahl. Und trotzdem haben wir die Imperialen zurückgeschlagen. Der Sieg naht, Leute. Macht so weiter, dann können wir alle bald nach Hause gehen. Ist ja riesig hier.
Irgendwas sagt mir, dass wir hier so schnell nicht wieder rauskommen. Großmarschall Cequetta, ich möchte über Opfer sprechen. Meine Truppen und ich haben unsere Heimat in der Republik aufgegeben. Aber ihr anderen, ihr hattet keine Wahl. Euer Planet wurde euch weggenommen. Ihr gebt alles auf, um ihn zurückzuholen. So sieht das aus. Großmarschall Cequetta, ich habe Gerüchte gehört. Die Leute sagen, dass die Republik Balmora verlassen hat. Nun, ich bin zwar nicht mehr in der republikanischen Armee, aber ich bin trotzdem noch Patriot. Also sagt das ja nicht in meiner Anwesenheit. Der Vertrag hat uns vielleicht keine große Wahl gelassen, aber das Volk der Republik steht noch immer hinter euch. Oh, dann wollen wir mal die Lusche da platt machen.
Darth Lakris, könnt ihr mich hören? Ich fahre jetzt die Barrikaden der balmoranischen Waffenfabrik herunter. Ich höre euch sehr gut. Wir scannen jetzt das Innere. Moment! Jemand muss diese Störung unterbinden. Entschuldigt die Unterbrechung. Ich bin Großmarschall Cicchetta, ehemals von der republikanischen Armee. Ich bin ein Schüler von Darth Baras und hier die Stimme des Imperiums. Das Schoßtier der neuen Gouverneurin. Ich bin nicht so dumm, wie ihr annehmt. Als mir klar wurde, dass ihr unsere Verteidigung ausschalten wollt, habe ich ein paar Freunde geschickt. Hier Jedi-Ritter Ralorn Nys. Hier der Tempest-Trupp. Frische Freiwillige, die eine Auszeit genommen haben, um sich dem balmoranischen Widerstand anzuschließen. Nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Ihr habt diese Leute in den Tod geschickt. Das will ich nicht hoffen. Los, los! Wenn ich sterbe, kehre ich als Geist zurück. Könnt ihr mich hören? Der Kanal ist noch offen. Hat Cicchetta einen Jedi geschickt? Zusammen mit einem Team der Sondereinheiten. Er meinte, sie gehören nicht zur Republik. Das sieht ihm ähnlich. Meine Leute führen einen vollständigen Scan der Fabrik durch. Jetzt, wo die Verteidigung deaktiviert ist, ich halte euch auf dem Laufenden. Mein Sith Lord, wir empfangen ungewöhnliche Signale aus dem Innern der Anlage. Es scheint eine Hyperraumboje zu sein. Das kann doch nicht möglich sein. Sie müssen Jahrzehnte dafür gebraucht haben. Unterschätzt ihre Techniker oder Ressourcen nicht. Was kann sie? Theoretisch können Raumschiffe der Boje folgen und innerhalb des Systems fast direkt über der Oberfläche aus dem Hyperraum kommen. Die Republik fliegt Verstärkung direkt zur balmoranischen Waffenfabrik und umgeht unsere Verteidigung. Ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Scannt nach feindlichen Transportern, die sich der Fabrik nähern. Empfange Signale. Da draußen sind Dutzende von Schiffen. Nach der Silhouette zu urteilen, republikanische Sondereinheiten. Triumph-Klasse. Genau wie im Krieg. Mehrere Angriffsteams, strategische Ziele, ein Jedi pro Trupp. So haben sie ganze Planeten eingenommen. Sie wissen, dass wir sie orten. Sie beeilen sich jetzt mit den Landevorbereitungen. Wenn sie unterwegs zur Fabrik sind, können wir sie vom Boden aus aufhalten. Einverstanden. Schaltet die Landeplattformen und Lenksysteme aus. Ich schicke Angriffsstaffeln, die diese Schiffe vom Himmel holen werden. Wenn ihr mich jetzt enttäuscht, gehen wir mit Balmorra unter. Danke. Oh, hier geht's gleich in den Außenbereich. Ist die nächste Runde und auch die nächste Aufzeichnung. Habt noch einen schönen Tag. Man sieht sich bei der nächsten Aufzeichnung. Bis dann.